Sogar richtige Fragen. Wem willst du tot sein? Ist hier, wenn man den Hals trifft, One Hit Kill oder wenn man wirklich den Kopf trifft? genau. Welch Genie hat den eigentlich machen? Ja, ich find's gar nicht mal so schlecht. Ich meine, die helfen uns halt ja schon, ne? Fußanschläger. Fußanschläger ohne Helm. Idiot. Ist sehr klug, keinen Helm anzuziehen. Ja, klar. Wie die Elf. Ah. Welches Segment? Dieses. Dann dieses und dieses. Pah, ich bin gut. 4000 Credits. Ja. Mal sehen. Was gibt's denn hier Schönes? Freie Welt. Wer geht in Deckung? Nicht nett. Oh, das ist ja ein paar. Auch kein Helm angezogen. Sehr gut. Haben wir ja schon. Ist. Ich zieh auch keinen Helm an. Ich meine, ich zieh einen Helm an. Und bin auch sehr schnell tot. Aber nicht so schnell wie manche andere Typen. Stirb. Die Berserker haben wir im Griff, aber die fremde Spezialeinheit greift immer noch an. Fremde Spezialeinheit. Wir sind eine Spezialeinheit. Granatwerfer. Und bitte geht da nicht weg. Danke. Epic Win. Einer ist noch am Leben. Jetzt nicht mehr. Noch einer. Epic. Alle Männer müssen aus den Labors abgezogen werden, um hier mitzukämpfen. Geiles Raptor. Yay, 2000 Credits. Ach, haltet doch mal eure Klappe. Was soll das heißen, Shadow? Halt die Max zurück. Wenn wir keine Verstärkung kriegen, verliert ihr Spielzeug komplett. Dieses Raptor von diesem Game ist das beste Raptor, was ich je gesehen habe. Zur Erinnerung. Oder wer es noch nicht wusste, Ragdoll ist, dass die Gegner realistisch umfallen und halt auch sich richtig dynamisch bewegen, den Boden anpassen. Also, dass sie dann auch zum Beispiel Klippen runterfallen können, wenn die tot sind. Nicht, dass sie dann halb über der Klippe hängen bleiben, so weil die mit einem Zentimeter noch mit dem Fuß auf dem Boden sind. Steht er? Gut. Autsch. So muss es sein. Betäubungsschuss bereit. Ja, du betäubst sie doch. Das ist ja harmlos, nicht wahr? Ja, ja, alles harmlos, klar. Ja, Spiel gespeichert. Oh, nett. Oh, nett. Energiezelle. Oh, nett. Ja, okay, ich habe wieder 5 Munition. Das ist wirklich so. Munition für schwere Waffen ist ja Munition von Granatwerfer. Nochmal 4000 Credits. Hier findet man in dem Spiel irgendwie sehr viel Credits. Das war ein kurzer Cut, um Asynchronität vorzubeugen. Auf jeden Fall ist der Sprecher endlich tot, ey. Der hat ja genervt. Ich will aber zu Uki, ja, wie der hieß. Das ja klug. Ja, du bist der klügste, den ich je gesehen habe. Schieß gegen die Wand. Du bist der klügste Soldat, den ich je gesehen habe. Echt. Dafür kriegst du eine Medaille. Oder dafür solltest du eine Medaille kriegen. Alter. Beste KI, die es gibt.
Raketen sind nicht gut. Raketen sind nicht gut. Raketen seid not. Ihr geht immer hinter die Deckung, wenn ich schieße, ne? Ihr seid ein paar Arschgeigen. Diesmal nicht. Genau, dafür schieße ich euch jetzt in die Eier. In die Eier, die ihr selbst gebraten habt. Tja. Hättet ihr nicht braten sollen. Jetzt eh zu spät. Guter Schuss. Ja. Das sah cool aus. Fail. Even more fail. Even more fail. Ja. So. Ah, ich kann kein Spiel sprechen. Ach, da sind noch ein. Ist toll. Nicht. Was brachte mir Brandmodell brenzlig durch Panzer oder zwei in den Brandhof? Okay. Nehme ich mal. Warum nicht? Ha! Das bringt irgendwie. Wow. Yay! Oh! Was? Wie hat mich das denn getroffen? Kann es sein, dass es irgendwie mehr Munition verbraucht? Irgendwie nicht, oder? Komm mir gerade voll so vor. Das müsste sie ausbremsen. Da hinten muss runter. Au. Ohne Probleme. Ohne Probleme. Hinter der Deckung erwischt, ey. Ich bin so Pro, ne? Ja, yeah, scheiße. Ein ultimativer Pro. Unglaublich, ne? Das wird ein harter Treffer. Ja. Unglaublich, wie schlecht ich bin. Oh, der Kopf brennt an. Das ist schlecht. Tut bestimmt, weh. Au. Ich möchte bitte nicht die sein. Jetzt habe ich zweimal gesaved. Wollte ich gar nicht. Ich war mir nämlich sicher, ob ich schon geschaved hatte. Ob ich schon after geschaved hatte, was? Kroganer-Rüstung, oder ist das ein ganzer Kroganer? Ich glaube, das ist ein ganzer Kroganer. Aber hier ist irgendwas. Sicheres Terminal. 4000. Ja, das ist doch direkt schon das. Das ist... Scheiße. Das. Und das ist... Nein! Na, es war direkt da drüber. Aber egal, nehme ich das. 4000 Credits. Hier kriegt man... Sandwim am Meer. Ich krieg mal... Ich habe Ihr Vorankommen beobachtet. Es ist höchste Zeit. Die Batterien auf diesen Tanks warten nicht, während Sie mit diesen dämlichen Söldnern spielen. Keine sehr kluge Begrüßung für eine schwer bewaffnete Gruppe, die gerade ihre Tür eingetreten hat. Wer immer sie geschickt hat, will mit Sicherheit nicht meinen Tod. Niemand sucht ohne Grund nach mir. Schon gar nicht der verstorbene Shepard. Überrascht? Alle Kroganer kennen Sie. Oder haben Sie Ihre Aktion auf Würmeier schon vergessen? Sie sind sicher begierig darauf, das Ganze nochmal zu erzählen. Was für eine Geschichte. Saren, ein Abtrünniger der Spectres, droht damit, die Genophage zu heilen. Was zur Rückkehr der Kroganer-Horde führen und den sanften Genozid der Turianer und Salarianer beenden würde. Aber bevor Saren seine gewaltigen Truppen losschicken kann, kommt Shepard angeritten und feiert im nuklearen Feuer den Sieg. Der Teil gefällt mir besonders. So bedeutsam. Ich entschuldige mich nicht. Das war die effektivste Lösung. Ich stimme Ihnen zu. Sarens blasse Horde war zudem nicht wirklich kroganisch. Zahlen allein sind bedeutungslos. Der Fehler eines Außenseiters, den auch diese Söldner begangen haben. Aha, stimmt zu. Ich habe Ihrer Anführerin meine Abfallprodukte für Ihre Armee gegeben. Aber jetzt wird sie ungeduldig.
Es ist Zeit, dass Sie mich von hier wegbringen. Persönliche Interessen sind irrelevant. Wir sind wegen der Kollektoren hier. Verstehe. Ja, die Kollektorenangriffe haben zugenommen. Ein Problem der Menschen. Meine Anforderungen lagen gänzlich woanders. Ich habe mir das Wissen angeeignet, einen reinen Soldaten zu schaffen. Damit werde ich der Genophage die größte Schmähung zufügen, die ein Feind erfahren kann. Ich werde sie ignorieren. Wenn Ihr Haustier von einem Soldaten wirklich so stark ist, wie Sie glauben, hätte ich vielleicht Verwendung für ihn. Vielleicht können wir eine Abmachung treffen, was meinen sicheren Transport angeht. Aber mein Prototyp steht nicht zur Debatte. Er ist der Schlüssel zu meinem Vermächtnis.